Du willst dir die Zähne putzen? Tu es mit Schreck. Jetzt den besten Atem haben. Mit extra Sumpfgeschmack. Wow, 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 wow. Und damit willkommen zurück auf meinen Zweitkanal. Wir schauen uns DIY an oder eigenartige Lifehacks. Und falls euch der Content gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr nichts verpassen wollt, auf jeden Fall ein Abo dalassen und dann los geht's. Du hast kein Weinglas? Nimm ein bisschen Klebeband und kleb so viel an die Flasche, bis du daraus ein Glas machen kannst. Und schon hast du dein Weinglas für unterwegs. Mit ein bisschen Klebegeschmack extra. Kleb drei Streichhölzer aneinander für eine größere Flamme und zünd sie einfach an mit dem Feuerzeug. Dann nimm doch einfach direkt das Feuerzeug. Hä? Oh verdammt, dein Spiegel ist vom Auto kaputt gegangen, keine Sorge. Nimm einfach eine Mülltonne und kleb einen größeren Spiegel dran. Und danach wird es zwar immer noch passieren, aber du siehst viel mehr. Du brauchst auf der Arbeit Sicherheitsschuhe, aber du willst unbedingt deine Crocs anziehen. Benutz diese Sicherheits-Crocs, wenn du wegen deinen Schuhen deine Arbeit verlierst. Du findest nie den Eingang zu deinem Garten. Bau dir einen Zaun aus Türen. Das ist voll gut. Ich würde dann dahinter noch immer so random eine Puppe stellen, falls da jemand lang geht. Nimm zwei Plastikmesser. Zünd sie einfach ein bisschen an, bis sie schmelzen, dass du sie biegen kannst. Wie eine Brille. Danke, 5 Minutes Craft. Oh, du kannst nicht trinken mit der Maske an. Benutz zwei Masken. Eine für die Nase und die andere für dein Kinn. Und schon hast du einen Mund zum Essen. Ist das einer dieser Querdenker? Du willst ab und zu mal einen Laden ausrauben, aber du willst keine Maske mit dir rumtragen? Nähe sie einfach an deine Hose ran und schon hast du die perfekte Maske für zwischendurch. Dein Klo ist immer so kalt. Strick einfach eine Jacke für dein Klo. Danach ist es nie wieder kalt. So improvest du deine Jeans. Benutz ein paar Klebestreifen und dann sprüh sie an und auf einmal hast du Streifen an der Jeans. Deine Jeans ist zu groß? Tacke sie so fest, dass sie dir wieder perfekt sitzt. Das ist der neueste Trend. Schneid deine Jeans in vier Teile und benutze ein bisschen Bleach, damit sich die Farbe auswäscht. Und dann nähe sie wieder zusammen. Nicht mal, holy shit, schaut das scheiße aus. Sind wir hier in den 70er Jahren? Du weißt nicht, wie du rückwärts einparkst? Benutze ein doppelvorderseitiges Auto. Wolltest immer schon dein eigenes Haus besitzen? Bau dir eins auf deinem Auto, dann hast du einen Wohnwagen oder ein Wohnhaus. Du hast zu viel Zement zu Hause? Tu deine Maske da rein. Die zeigen aber nie, was damit passiert. Dann hast du eine Zementmaske. Deine Blume verwelkt immer so schnell. Tu sie in Zement rein. Und du hast eine Blume, die steinhart ist und nie wieder verwelken kann. Ja? Diese Zement-Lifehacks. Man müsste die nachmachen und dann die Sachen verkaufen. Die würden weggehen wie warme Semmeln. Du hast niemanden, der dich anfassen möchte. Nimm einen Handschuh und tu da Zement rein. Und schon hast du eine Hand, die dich immer anfasst, wann immer du möchtest. Ein TikTok-Trend. Wo auch immer, ich hoffe nicht in Deutschland, bei denen die Zähne abgeschliffen werden. Falls du Zahnprobleme liebst und Zahnarztbesucher, mach diesen Lifehack nach. Dein Tannenbaum fängt nie Feuer und dich nervt das? Häng einfach Streichhölzer dran. Mit ein bisschen Glück fängt dein Baum viel schneller Feuer. Du liebst Kirbys und du liebst Bohnen. Hier hast du ein Kirby aus Bohnen. Also falls du unterwegs bist und Hunger hast. Hier ist in der Wohnung zu leise und du hast ganz viel Müll rumliegen. Bau daraus einen Müllroboter. Müllbotter. Dann hast du nie wieder deine Ruhe. Falls du deine Nachbarn nerven möchtest, einfach hier anrufen. Du liebst den Kolben von Mais, aber kein Mais. Kleb einfach Zähne ran. Ich würde mir das einfach genau an die Tür hängen. Und immer wenn jemand klopft, sieht er das Teil und denkt sich, what the fuck ist falsch mit dem? Deine Gangschaltung ist abgegangen. Bau dir eine neue ran, weil du den Skill hast. Nimm einfach einen Fahrradsitz. Warum auch noch in Blau? Du brauchst Tampons, aber du hast keinen Platz. Mach dir Ohrringe aus deinen Tampons. Dann hast du immer zwei Stück mit dir dabei. Schaut nur blöd aus, wenn du einen benutzt. Du musst dein Papier schneiden, aber hast nie was dabei. Kauf dir diese Schuhe und verliere mit ein bisschen Pech einfach mal einen großen Zeh oder einen kleinen. Dir gefällt dein Auto nicht? Kleb es mit Teilen von deiner Jeans zu. Dann hat das auch viel mehr Stauraum, weil es viel mehr Taschen hat. Du hast keine Lust auf diese ganzen Stoffmasken, durch die du atmen kannst? Bau dir eine selbstgemachte Maske aus einer Monsterdose. Ist noch immer besser als die Querdenker. Du hast zu viele Eierkartons zu Hause, weil du 400 Eier pro Tag isst? Bau daraus einen kleinen Tisch und ja, hast du einen Eiertisch.
Das schaut so doof aus. Du willst ein paar Seifenblasen blasen, aber dir fällt immer aus Versehen die Box um. Nimm einfach ein bisschen Zement, misch es mit Wasser und tu die Packung da rein. Und danach wird es dir nie mehr umfallen aus Versehen. Dir ist dein Handy zu klein, du verlierst es so oft, du findest es nie wieder. Kleb eine Puppe daran und du wirst dein Handy immer zur Hand haben. Wow, 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 wow. Kleine Unterbrechung. Falls ihr noch einen Wah-Plushie oder einen lila Fuchs haben wollt, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Du liebst deine Crocs, aber du gehst immer durch den Sumpf, weil du Schreck finden möchtest? Kauf dir diese Sumpf-Crocs. Ich sehe schon 5-Minutes-Crafts unten und weiß, dass es gut wird. Du schließt deine Tür und dein Kind möchte immer ran, aber du weißt nicht, wie man eine Tür abschließt. Tu eine Tupperdose daran, damit dein Kind nicht mehr an den Türhenkel kommt. Was ist das? Dein Kofferraum ist kaputt. Kleb Babypuppen zusammen und lass sie zu einem verschmelzen, dass es so aussieht, als ob es gerade aus einem Horrorfilm kommt. Und benutzt das. Immer wenn du kochst, ist hier so langweilig, dass du am liebsten Klavier spielen willst. Kauf dir dieses Klavier. Wir kleben es über den Herd. Und dann kannst du immer neben Kochen Klavier spielen. Du brauchst nur einen hochfahrbaren Hocker. Du hast ein Regal? Schneid ein bisschen an der Seite ab. Mach ein paar Riemen ran, damit du deine Tür an der Seite hast. Wofür, fragst du dich? Wir uns auch. Aber du hast eine Seite, wo du deinen Kleber rauf tun kannst. Du hast zu viel Paketband. Leg das aus und dann klebe da ganz viele Flaschen rum, so dass du einen Kreis am Ende hast. Mach das zweimal und schon hast du den perfekten Mülleimer. Wenn du dir eine Wohnung leisten kannst, aber kein 5-Euro-Mülleimer. Dein Weihnachtsbaum ist zu groß? Schneid einfach ein Loch in deine Decke und du bist safe. Deine Socke ist kaputt und das ist dein letztes Paar. Sprühe einfach dein Zeh schwarz an und keiner wird es sehen. Du hast deine Kinder, nimm eine Puppe und schneid deinen Kopf ab und tu da eine Lampe rein und schon hast du die schönste Nachtlampe der Welt. Du hast ein blaues Auge. Oh nein, benutz ein hart gekochtes Ei. Reib es einfach an die Stelle, bis das blaue Auge weg ist. Du willst ein Laufband, auf dem du deine Schuhe und deine Füße direkt abschleifen kannst. Hier ein Laufband mit Sandpapier. Kellner hassen diesen Trick. Du bekommst immer Brot ohne Butter? Nimm einfach dein Butterohrring mit. Du hast deine Nachbarn? Bau dir einfach das nach. Dann kannst du immer mit deiner Puppe um 3 Uhr morgens irgendwo hinfahren und irgendjemanden einen Herzinfarkt geben. Du magst deine Hände so gerne, du sie in deinen Teppich. Immer verschieden hin. Und du hast das beste Teppichdesign. Solange du nicht raufgehst. Es schaut halt legit voll gut aus. Du brauchst einen Pfannenwender und so weiter? Wir verkaufen sie. Ein ganzes Set für nur $55. Du wirst sie nur nicht benutzen können. Viel schöner beim Mixen. Da bleibt mehr hängen. Ist das der neue Cybertruck? Nein. Auch wenn er so aussieht. Das ist ein selbstgebauter Cybertruck aus Metall. Oh, da ist Crocs und du willst sie wunderschön machen, dass sie Gold ausschauen. Tu noch ein paar Diamanten ran und schon hast du die teuersten Crocs der Welt. Warum, fragst du dich? Wir uns auch. Du willst, dass dein Henkel von der Tür mega schön ausschaut. Tu eine Erdbeere rein. Wird die nicht schlecht mit der Zeit? Muss man die immer austauschen dann? Wow, 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 wow. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft mir sehr und dauert nur eine Sekunde. Falls ihr jetzt noch mehr Reddit sehen wollt, ist links ein Video. Rechts geht zu meinem Main-Kanal. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen.